grüße euch. Heute werdet ihr die Engelbotschaften für euer Sternzeichen für den Monat Oktober vom Widder bis zur Jungfrau erfahren. Wir beginnen mit dem Widder. Engel Marchiedel hat folgende Botschaft für dich. Ein Arbeitstag ist zu Ende und müde kommst du in dein Heim. Setze dich in deinen Ruhesessel, lasse das Radio und den Fernsehapparat aus. Genieße die Ruhe, die um dich herum ist, und spüre die Stille. Vergiss den Stress deines vergangenen arbeitsreichen Alltags. Sei einfach nur bei dir und in deinem Zuhause. Du bist jetzt bei dir. Genieße diesen Augenblick und das wohlige Gefühl. Deine Devise für den Oktober ist: Spüre und erlebe die Stille und geh aus deinem anstrengenden Alltag heraus. Der Stier. Engel Asmodiel begleitet dich mit folgender Botschaft. Es erwarten dich große Herausforderungen mit Chancen und neuen Möglichkeiten. Doch warum zögerst du? Und warum hast du Angst, weil dich deine Gewohnheiten fesseln, die du liebgewonnen hast? Sie sind dir vertraut, aber sie lassen dir keine Freiheiten. Denk an deinen Anfang zurück, denn der hat dich weitergebracht. Deine Devise für diesen Oktober ist: Plane und wage das Neue und fürchte dich nicht, anders zu erleben und zu leben. Die Zwillinge. Die Botschaft ist vom Engel Ambriel und sie lautet: Du liebst deine Freunde, Partys und Geselligkeit. Die Hauptsache ist, wenn Bewegung um dich herum ist. Entdecke dich einmal, das Einfache in deinem Leben. Freue dich an deinem schönen Zuhause, wo du dich zurückziehen kannst. Freue dich, wenn du die Wärme der Sonne spürst, als würdest du es zum ersten Mal erleben. Feiere den Tag und deinen Herzschlag, den du hörst. Lebe und freue dich, zu Hause zu sein. Deine Devise für den Oktober ist: Entdecke das einfache Leben und freue dich auf das Neue. Nun zum Krebs. Deine Botschaft vom Engel Muriel ist: Schau doch mal zurück und erkenne, was du schon alles geleistet hast. Du hast es bisher weit gebracht und viele, viele Hürden genommen. Sei dankbar und stolz auf dich. Du bist die richtigen Wege gegangen und hast es weit gebracht. Lehne dich zurück in das Gefühl deiner Kraft und wunderbaren Energie. Deine Devise für den Oktober ist: Du musst dir absolut nichts mehr beweisen. Sei stolz auf dich, denn du hast es weit gebracht in deinem Leben. Nun zum Löwen. Engel Ferchiel bringt dir folgende Botschaft. Du sehnst dich nach Ruhe und der Stress belastet dich. Doch hungerst du nach Anerkennung und Lob? Du willst einfach gebraucht werden und dieser Druck treibt dich nach vorne. Davon musst du dich befreien. Du neigst schon sehr stark nach dieser Sucht, aufzufallen und besser sein zu wollen als alle anderen. Das macht dich nicht besser und beflügelt dich auch nicht zu höheren Leistungen. Deine Devise für den Oktober. Befreie dich endlich von deiner Sucht nach höheren Leistungen. Jetzt die Jungfrau. Engel Hamaliel
bringt dir diese Botschaft. Du hast schon viele Niederlagen überwunden, aber auch Erfolge verbucht, wie andere auch. Es geht dir dabei nicht anders als den anderen. Du hast weder versagt und bist auch nicht gescheitert, sondern um diese Erfahrungen reicher geworden. Und die bringen dir den Erfolg, den ersehnten Erfolg. Deine Devise für den Oktober: Verwöhne dich mit deinen Niederlagen und nimm sie als Lehre an. So, das war der erste Teil der Engelbotschaft für den Monat Oktober. Morgen im zweiten Teil sind die Sternzeichen Waage bis Fische dran. Bis morgen also. Herzlichst, eure Diria.